Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Risen hier auf meinem Twitch-Kanal. Ja, jetzt ist es sehr, sehr lange her gewesen, dass wir das letzte Mal getwitcht haben. Ich hatte die totalen Entzugserscheinungen. Ihr müsst euch vorstellen, ich war am Freitag erst beim Arzt, ja, total am Zittern, total fix fertig. Und da meinte der Arzt, müsst euch vorstellen, hat der Arzt gemeint, ja, Zocki, es hilft nichts. Du musst schauen, dass du die nächsten Tage unbedingt mindestens 6 Stunden twitcht, sonst wirst du nicht mehr gesund. Ja, dann machen wir das doch einfach heute, oder? Nein, das war nur Spaß, so schlimm ist es nicht. In Wirklichkeit ging es mir am Samstag, also vor 2 Wochen, ging es mir nicht besonders gut. Ich habe sogar noch bleicher ausgeschaut, als ich das jetzt schon tue. Also schon eher mehr so geistartig. Und das wollte ich euch nicht antun, diesen Anblick. Und letzten Samstag und den Sonntag, den ich eigentlich, also den Samstag habe ich dann auf den Sonntag verschoben und den Sonntag eben auf heute. Jedenfalls den letzten Samstag und den gestrigen Sonntag konnte ich leider auch nicht twitchen, weil, ja, Real Life und so, ne? Also, das funkt einem manchmal halt dazwischen und es sind halt doch gewisse Dinge noch wichtiger im Leben. Leider, ja, muss ich sagen. Und leider unter Anführungszeichen. Und dafür machen wir das jetzt heute. Und das obendrein noch, wie der Arzt mir verschrieben hat, eben 6 Stunden lang insgesamt. Zwischendurch gibt es wie immer die Pausen. Nach circa 1,5 Stunden, 15 Minuten Pause, ist mal so angesetzt. Yo! Für YouTube, hallo ihr lieben YouTube-Leute, meine Lieben, wird es so circa 1,5 Stunden gehen. Das wird ein Part dann sein und dann für diesen heutigen Tag werden es insgesamt 4 Stück eben sein. So ungefähr. Da habe ich mir das eben vorgestellt. Fein. Lange Rede, kurzer Sinn dahinter, jawohl. Wir haben im letzten, also beim letzten Mal, haben wir dafür gesorgt, dass Don Esteban seine Stadt wiederkriegt. Sprich, wir haben die Weißen ganz schön eins ausgewischt. Unter anderem auch die eine oder andere hässliche Quest machen müssen. Wer sich noch an die gute Bertha erinnert. Schnief. Ja, was sollen wir machen? Für den Don. Jedenfalls, wir sollen jetzt zurück zu dem guten Don gehen. Wir haben auch Patty rausgeholfen aus der Stadt, die ihren Papa ja sucht, einen berüchtigten Piraten-Captain. Mal schauen, ob wir den hier noch kennenlernen werden. Auf jeden Fall, ich plapper schon wieder zu viel und du zu wenig. Wir gehen jetzt wieder zurück ins Banditenlager, werden dem guten Ton Bericht erstatten. Ich hoffe, er freut sich und ich hoffe sehr, dass wir endlich eine bessere Rüstung kriegen, nämlich meine heiß begehrte Banditenrüstung. Und mit der Rüstung werden wir dann uns viel leichter tun, was eben diese Gnomenhäuptlinge betrifft und so, ne? Denn wir sollen ja bestimmte Waffensäckchen suchen, die 15 Stück, falls ihr euch noch daran erinnern könnt. Die will eine in der Stadt haben und die soll er auch kriegen. Gut. Ich glaube aber allerdings auch, ich habe es vergessen, ob jetzt da nicht schon ein Kapitelwechsel ist, wenn wir zum Don zurückgehen, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Auf jeden Fall, ja, ich glaube, wir waren eh schon recht brav bis jetzt. Haben ganz, ganz viele Viecher geklatscht, haben viele Erfahrungspunkte bekommen, viele Level-Ups. Ich glaube, im Großen und Ganzen schlagen wir uns ja nicht schlecht, ne? Ich teile gern die Schuld auf viele Leute auf. Dann ist das nicht so ein Bauchschlag für mich, ne? So. Ja. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Passt. Na, auf jeden Fall, wie gesagt, die Viecher rennen uns unter Anführungszeichen eh nicht weg. Da rennen uns wirklich nicht weg. Es kommen nur maximal welche dazu, wenn wir einen Kapitelwechsel machen. Also von dem her hoffe ich mal, dass das verschmerzbar ist. So, wie ging das schnell? Richtig, so war das mit Aufheben. Ich spiele zu viele Spiele mit unterschiedlichen Tastaturbelegungen. Ja. Jetzt wollte ich schon auf Enter drücken, wie bei Final Fantasy. Super. Ist ja eh fast dasselbe, ne? Fein.
Auf was ich mich auch schon ganz besonders freue, sind dann später die Möglichkeiten, wie wir schneller von A nach B kommen können. Ganz bestimmte Steinchen. Ja, Teleportersteine. Auf die freue ich mich echt irrsinnig. Egal, ob es bei Gothic ist oder hier bei Risen, auf diese Steine freue ich mich jedes Mal. Allerdings habe ich keine Ahnung, ob es diese noch beim Zweierteil und beim Dreierteil gibt, also Risen. Das weiß ich nicht. Bei Gothic gibt es, das weiß ich. Aber bei Risen bin ich mir nicht sicher. Ja, die Viecher da drüben möchte ich auch noch gerne stehen lassen. Ich riskiere es jetzt einfach mal. Ich riskiere jetzt einen Kapitelwechsel. Ich glaube, es war echt einer. Aber es ist wurscht, wie gesagt, die Viecher bleiben uns erhalten. Es kommen nur maximal welche dazu und wenn wir bessere Rüstung haben, können wir auch besser mit diesen Viechern da fertig werden. Jo. Juhu. So machen wir das. So machen wir das. Oh, nachdem wir jetzt so weit gehatscht sind, muss ich glatt mal was trinken. So, ja. Brav. Jetzt sind wir auch wieder voll mit unserem Leben. Unserem Leben. Jo. Ich bin ja gespannt, wie sehr sich jetzt der Don freuen wird. Ich hoffe, er wird sich freuen. Ich glaube schon, nachdem die Stadt wieder ihm gehört. Bin ich jetzt da richtig? Na, darüber. Ja, darüber. Darüber ist noch nicht richtig, aber da ist richtig. So, ja. Muss dem Marken dahin gehen. Jawohl. So, ja. Ich mag die Banditen. Die mochte ich schon bei Gothic immer. Die Söldner waren sie damals. Lees Bande, Laris und Lee. Banditen und Söldner, sowas. Genau, die Banditen dafür war der Laris zuständig und für die Söldner eben Lee. Hallo, Duck. Ich glaube nicht, dass wir dafür ihm jetzt was brauchen tun. Ich habe ganz am Anfang mich den Gardisten angeschlossen gehabt, beim ersten Mal. Bei Gothic, bis ich dann im Laufe der Geschichte draufgekommen bin, dass ich doch lieber bei den Banditen und Söldnern mitgemischt hätte, habe aber nach wie vor immer zuerst den Weg des Gardisten eingeschlagen und habe mich dann für die Söldnerseite entschieden. Das weiß ich nicht, das habe ich immer beibehalten. Servus, Beppo. Depo, genau, Depo heißt er. Depot. Naja. Ich bin schon wieder gemein, ich weiß. Servus, Don. Na, juckt dir dein Bart? Ja. Skordo hat die Hafenstadt im Griff. Ja. Du machst Geschäfte mit Piraten. Ich brauche eine bessere Rüstung. Fangen wir gleich mit oben an, denke ich mal. Also, Chefchen, wir haben gute Nachricht für dich. Skordo hat die Hafenstadt im Griff. Er wartet nur auf ein Zeichen von dir, um die Weißen in der Stadt anzugreifen. Haha, ich wusste es. Das ist gut. Das ist sehr gut. Der Inquisitor soll sich warm anziehen. Wie steht es um die Artefaktlieferung? Hat Skordo dir etwas mitgegeben? Skordo gab mir dieses Paket hier. Ich soll es dir geben. Skordo gab mir dieses Paket hier. Ich soll es dir geben. Großartig. Das hast du vortrefflich gemacht, Kleiner. Skordo scheint dir mächtig zu vertrauen, wenn er dir dieses Päckchen gibt. Und damit nicht genug. Du hast es sogar an den Weißen vorbei bis zu mir geschmuggelt. Alle Achtung, du bist ein Teufelskerl. Auf jemanden wie dich habe ich gewartet. Ab dem heutigen Tage bist du einer von uns und darfst dich Jäger nennen, mein Junge. Du hast dir den Respekt meiner Männer hier im Lager und der in der Hafenstadt reichlich verdient. Meinen Glückwunsch. Danke. Yeah, sehr gut. Wir sind Jägerleins. Hurra. Was hast du für Probleme? Das passt jetzt irgendwie nicht ganz drauf, der Text, aber... Welche Probleme hast du denn, Chefchen? Was hast du für Probleme? Viele meiner Männer haben Angst vor dem Orden. Sie fürchten, dass der Inquisitor uns angreift. Und was glaubst du? Wenn der Inquisitor scharf auf unser Gold wäre, hätte er uns längst angegriffen. Offensichtlich hat er andere Pläne. Mach das mal meinen Männern klar.
Wenn es nach denen ginge, hätten wir den Goldhaufen längst aufgeteilt und das Lager dicht gemacht. Das kann so nicht weitergehen. Natürlich kann das so nicht weitergehen. Achtung, mein Auge juckt. Achtung, ja. So. Das Sandmännchen kommt. Schlafenszeit. Spaß. Was könnte der Inquisitor vorhaben? Was könnte der Inquisitor vorhaben? Das ist eine gute Frage. Du wirst es herausfinden. Moment, nicht so schnell. Wie soll ich das anstellen? Ich schicke dich zu ihm, um zu verhandeln. Bist du des Wahnsinns? Hallo, wir haben uns gerade voll den Arsch für dich aufgerissen, ja? Damit wir Mitglied bei deiner Bande werden können und du willst uns gleich mal zum Inquisitor schicken, damit er uns oder was? Was soll ich denn mit dem Kerl denn überhaupt sagen, diesem Inquisitor? Was soll ich dem Inquisitor sagen? Durch die Kämpfe mit den Weißen habe ich in letzter Zeit einfach viel zu viele Männer verloren. Wenn das so weitergeht, werden wir bald so geschwächt sein, dass sie uns am Ende doch noch überrennen. Wir müssen etwas dagegen unternehmen. Du wirst einen Waffenstillstand für mich aushandeln. Ich bin auch bereit, dafür zu bezahlen. Tja, falls ich lebend zurückkomme, ne? Was kannst du dem Inquisitor anbieten? Was kannst du dem Inquisitor anbieten? Da ich nicht weiß, was er vorhat, weiß ich auch nicht, was er will. Unser Gold ist es anscheinend nicht. Er soll selbst sagen, was ihm der Frieden wert ist. Vielleicht erfahren wir ja auf diese Weise, was er vorhat. Großartig. Gut, ich werde deine Botschaft überbringen. Gut, ich werde deine Botschaft überbringen. Sei vorsichtig und lass dich nicht übers Ohr hauen. Nein, werd mir Mühe geben. Schön. Wie komme ich denn an den Weißen vorbei? Wie komme ich an den Weißen vorbei? Sag ihnen, dass ich dich schicke. Das wird vermutlich schon reichen. Bist du dir sicher? Ich habe irgendwie das Gefühl, wir wären direkt dort oben. Ja. Keine Ahnung. Ich habe da ein mulmiges Gefühl bei der Sache. Du machst Geschäfte mit den Piraten. Gleich mal ein flotter Themenwechsel. Du machst Geschäfte mit Piraten? Warum nicht? Wenn es sich lohnt, mache ich mit jedem Geschäfte. Aber das soll dich nicht interessieren. Klar? Ei, Captain. Auf jeden Fall brauchen wir dringendst eine bessere Rüstung, sonst schaut's bald schlecht mit uns aus. Ich brauche eine bessere Rüstung. Wenn's mehr nicht ist, die kann ich dir geben. Du wirfst dein Gold auf meinen Haufen und ich gebe dir was Vernünftiges zum Anziehen. Was? Wir müssen dafür zahlen? Sag mal, spinnst du? 1000 Gold? Habe ich hab so viel? Ich hab vergessen nachschauen. Gib mir die Rüstung eines Hammer. Jägers. In Ordnung. Du bist jetzt einer von uns. Hier hast du sie. Puh, wir haben das Geld, Gott sei Dank. Ich hatte schon Sorge. Ich hab vergessen schauen, wie Danke. Viel wir besitzen. War mir ein Fest. Ja, das glaube ich dir. Schau mal den Haufen. Da, seht ihr den Haufen? Den haben wir. Wir haben den gemacht. Da, schau mal. Oh Gott, das hört sich falsch an. Ja, den Goldhaufen haben wir gemacht, wollte ich sagen. Ja, hast du sonst noch Wünsche, alter Mann? Lass dich nicht aufhalten. Gut. Servus, Fincher. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Siehst du, du siehst ziemlich angespannt aus. Gibt's Ärger? Das geht ja nicht, oder? Na, geht natürlich nicht. Oh je. Oh je. Falsch. Jetzt muss ich wieder lernen. Ich glaube hier. Ja, hier waren die Quests. Gut. Die Vulkanfestung ist jetzt da oben gewesen, ne? Da muss ich dahin, dort und da. Oh Gottchen. Ja. Auf jeden Fall werden wir, bevor wir zur Vulkanfestung gehen, glaube ich, werden wir versuchen, diese depperten Waffenbeutel zu kriegen. Zumindest ein paar davon. Hallo, Cormac. Tja, ist wieder verkehrt. Ich hörte, du hast den Weg des Jägers gewählt. Nun, dann wünsche ich dir alles Gute auf den schwierigen Wegen, die vor dir liegen, mein Sohn. Vielen Dank. Bring mir was über Alchemie bei. Weißt du, zeig mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Tränke. Wäre sicher nicht schlecht.
9 Hammer erst. Wie viel Geld haben wir? 310 Münzen. Ach du liebes bisschen, das ist auch nicht viel. Haben wir irgendein Klumper zum Weggeben? Ist das was wert? Ja, nicht so viel, aber soll das nehmen? 26 Goldmünzen kriegen wir dafür, ist das bitter. Was kostest du? 30, großartig. Gib her das Geld. Ist das bitter. Ich hoffe, wir kommen über die Runden. Tschüss. Ich hoffe echt, wir kommen über die Runden. Ein bisschen was zu essen haben wir auch noch. Wird schon werden. Wird schon hinhauen. Ja. Wir glauben daran, dass es hinhauen wird. Gut. Ja. Ich glaube, jetzt können wir streng gesehen das Lager wieder verlassen. Ich hoffe, ich glaube nicht, dass hier irgendjemand wer was hat. Mann, ich hab's geahnt. Esteban hat dich zum Jäger gemacht. Na, das kann ja heiter werden. Passt dir das etwa nicht? Du Pfeife. Bald werde ich hier was zu sagen haben und dann wirst du schon sehen, was dir dein loses Mundwerk einbringt. Ja, klar. Ja, klar. Deine Mutter Tilda macht sich Sorgen um dich. Oh, natürlich. Deine Mutter Tilda macht sich Sorgen um dich. Was weißt du schon über meine Mutter? Meine Familie geht dich gar nichts an, verstanden? Ja, ja, schon gut. Ich werde dir dann liebe Grüße ausrichten. 150 Erfahrung. Na, super. Hallo Frau Esteban. Übrigens, da gibt's übrigens. Esteban weiß jetzt von der Geschichte mit Broga. Was? Na, habe ich das echt verraten? Bin ich deppert? Da kriege ich ja Ärger, oder? Ich sage dir das lieber nicht. Habe ich das echt gemacht? Bin ich so dämlich? Die angespannte Stimmung im Lager scheint sich etwas zu legen. Gut so. Wir werden unsere Kräfte noch brauchen. Ja? Wieso? Solange die Geschichte mit diesen verdammten unterirdischen Tempel nicht geklärt ist, sind wir immer noch in Gefahr. Ich möchte gar nicht wissen, welche Höllenbrut in den tieferen Gängen dieser Ruinen noch herumgeistert. Mir reichen schon die Biester, die ich bisher gesehen habe. Ja. Bring was für Schmieden bei, Rohlinge, zeig mir Ware. Nö. Alles gut. Habe ich das echt verpfiffen? Ihr habt nichts gesehen. Was hast du getan? Broga ist außer sich vor Wut. Ich denke, du kannst dich auf was gefasst machen, wenn er dich erwischt. So? Wo ist er denn? Ich weiß nicht. Er rannte durch den Sumpf in den Süden und ward seitdem nicht mehr gesehen. Ist besser für ihn. Der Don will... Ach, weißt du, wenn ich es mir recht überlege, will ich es gar nicht wissen. Auch gut. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt einer von uns und schon auf gutem Wege zum Kämpfer zu werden. Nicht schlecht. Das ging ja ziemlich schnell. Weiter so. Ja. Wir werden uns Mühe geben. Sowieso. Lorenzo? Was willst du von mir? Hast du nichts zu tun? Ich dachte, vielleicht hast du was Neues zu berichten. Nein, ich kann dich immer noch nicht leiden. Okay. Wir sind doch jetzt Kollegen. Das finde ich jetzt gerade nicht nett. Wir sind doch Kollegen. Weißt du was? Ich gehe jetzt pennen. In unserem tollen Häuschen. Unserem eigenen Hütchen, weil wir so brav sind. Schau schon wieder verkehrt. Ich will immer auf Enter drücken. Ich spiele viel zu viel Final Fantasy. Das 9er. Viel zu viel. Ja, bis zum nächsten Morgen, Pen. Das wäre mir mehr als recht. Ja. Natürlich. Ich gehe schlafen, was ist, es regnet. Naja, eine gratis Dusche ist auch nicht schlecht. Ah, fehlt nur noch Seife und Shampoo. Gegen Süden gerannt. Ja, werden wir schon mal wieder treffen, den Kerl, fürchte ich. Gut. Gut, gut, gut. Dann werden wir jetzt uns werden wir jetzt aufmachen. Ein bisschen noch die Gegend erkunden für die Häuptlinge. Diese Gnomenhäuptlinge. Was? Freund oder Feind? Niemand. Ich höre Gespenster. Ja, die kann ich hören, wirklich. Ich schwöre. Huch, da war gerade wieder eins.
Oh lala, so lala. Ich habe wirklich und in der Tat vergessen, wo überall diese Häuptlinge waren. Sie waren recht verstreut, das weiß ich noch. Aber den einen Fatzke da unten, den werde ich, also da drüben unten, da so, den werden wir wegklatschen. Der hat's verdient. Die Sache ist auch, soll ich mich jetzt trauen? Habe ich, da drüben die Schweindeln sind weg, ne? Da oben wären noch welche. Für unsere Erfahrungspunkte. Hoppla, ich wollte nicht schießen. Ich wollte eigentlich nur die Waffe rausholen. Die Waffe und unser Schild. Unser neues, tolles Schild. Und ich werde sofort speichern. Unbedingt. Ich werde hier wieder her speichern tun und fortsetzen. Hallo Wuckel. Na? Drei Wuckel. Grunzi, Grunz, Grunz. Komm her. Schau, ob ich überhaupt noch kämpfen kann. Schaut schon schlecht aus. Quatsch. Habe ich überhaupt Damage gemacht? Ich weiß nicht. Zack. Au. Oh, wir kriegen fast keinen Damage. Ja, schön. Au, du Sau. Ich bin ein Keiler und keine Sau. Das ist mir wurscht. Ich mach mal auch was dir, Wurst. Oh, oh, oh. Schier. Das sind die Mittelalter, da macht man sowas noch. So, gleich bis hin. Ja, du auch. Au. Jawohl. Ja, das lief gut. Was essen wäre nicht schlecht. So, ja. Und wegstecken. Wie war das? Wie konnte... Achso, konnte ich es wegstecken. Genau. 2 Wochen nicht mehr gespielt und ist wieder alles im Arsch. Meine künstlerischen... Meine Kampfkünste, so muss ich sagen, sind schon alle über den Jordan. Hart antrainierte Kampfkünste. Einfach so verschwunden. Mausklickkünste. So schon bald eher. Die wahren Kampfkünste werde ich dann erst ab Risen 2 dann lernen. Die werde ich ja wahrscheinlich dann in Form eines Let's Plays machen. Ich weiß nicht, ob das mit Twitch so gut ist. Ob es grafisch reichen wird, dass es euch auch gefällt. Jedenfalls auf YouTube haben wir halt, also habe ich halt das Problem, sage ich mal, dass es dann doch schon sehr verpixelt rüberkommt, wenn ich es über Twitch mache. Wenn ich es als Let's Play mache, hat man definitiv eine bessere Grafik. Jo. Das können wir uns hier noch ausreden. Auf alle Fälle wollte ich da drüben dieses Ungeziefer klatschen. Ich werde wieder speichern. Ich bin jetzt doch sehr positiv und so weiter motiviert, diese Insekten da auszumerzen. Da wir jetzt weniger aufs Maul kriegen, müsste das doch was werden. Komm her, Mistvieh. Au, 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 au. Okay, vergiss, was ich gesagt habe. Die hauen trotzdem schief zu. Ja. Zack, 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 vor allem, da jetzt eine zweite da ist. Komm, stich. Mistvieh. Na, komm, stich. Mach nix, dann mach ich halt. Ja. Jawohl. Zack, ja. Zack, zack, zack. Na komm nur. Mistviech. Ja. Ja. Bam, bam, bam. Ja. Jawohl, der erste ist schon mal weg. Muha. Ja. Au, au, au. Du Mistviech. Du wagst es, mich zu stechen. Du wagst es, mich zu stechen. Jetzt stirbst dafür. Wupp, 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 wupp. Level aufgestiegen. Yeah, super. Ich kann gerade nicht Daumen hoch machen. Das geht gerade nicht. Ich brauche meine Finger. Das hört sich wieder falsch an, oder? Ja. Würdest du bitte sterben, Insekt? Ja. Ja, yeah, aber nachträglich. Wupp, 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 wupp. Level up. Yeah. Super. Her mit eurem Zeugs. So, sehr schön. Ich glaube, jetzt ist mein Trank angesagt. Ich hätte schlafen gehen können. Ich trottel. Was sind hier denn nicht noch irgendwo irgendwelche Getiere? Ja, da vorne ist noch eins. Das war natürlich geplant. War nicht hier auch was zum Looten?
an Pflänzchen oder so. Aha, das sind nochmal zwei. Alles klar. Huch, ich bleib stecken. Kreh, kra, kra, kreh. Ja, ja, kreisch nur. Batsch. Stich zu. Geht schon. Zack, zack, zack. Geht schon. Mach nur. Zack, zack, zack. Ja, oh, hast du nichts erwischt? Oh, aua, doch. Ja. Das provoziert man denn einmal und dann legt man selber eine aufs Maul. Zack, zack, zack. Und gleich ist er hin. Jawohl. Sauber. Und eine Truhe. Ein bisschen Gold, ein paar Bolzen und ein großer Heiltrank ist drinnen. Sehr schön. Hihi, haha, ha, super. Reiselust haben wir einmal. Und hier ist ein bisschen Kraut. Ich habe vergessen, das Kraut abgeben. Wir kommen wieder vorbei. Wir kommen öfters dort noch vorbei. Keine Sorge. Keine Sorge. Ist sogar ein Versprechen, das ich sogar geben kann, weil ich weiß, ich kann es halten. Das hat ausgeschaut wie Kraut, da bist du gar nichts. Aber wirklich nichts. Ich persönlich würde wieder vorschlagen, dass wir die erste Pause wieder so um 20.30 Uhr machen werden. Jo. Dann wieder eine, also 15-minütige Pause. Die haben uns dann eh verdient. Ja, weil wir so brav sind. So, ja. Ich gehe trotzdem pennen. Auch wenn ich jetzt dummerweise diesen Trank hier zu mir genommen habe, werde ich trotzdem einmal kurz pennen gehen. Pennen. Jawohl. Ins Bettelein. So. Und ich würde sagen, bis zum Morgen. Ach, machen wir bis mittags, passt schon. So, ja. Jawohl. Frisch ausgeruht, geschneuzt und gestriegelt, geht's weiter. Da drinnen in der Höhle, da beim Wasser, ist es gescheiter, wenn wir noch nicht reingehen. Das ist dann für später. Ja. Wir werden jetzt weiter da runter gehen. Oder auch hüpfen, Flotter. Freude. Hüpf, hüpf. Ja. So. So, der erste oder der nächste von diesen Häuptlingstypen war ja dort auf der anderen Seite dieser Brücke. Ja, da war ja ein ganzes Rudel, sag ich mal. Eine ganze Horde von diesen Bastardviechern. Ja, das sind mit Abstand die hässlichsten Gnome, die ich jemals gesehen habe. Muss ich ehrlich gesagt sagen, Entschuldigung, aber die sind wirklich nicht hübsch. Wahrscheinlich, wenn man selber dann in dem Spiel hier ein Gnom ist, gibt es wahrscheinlich nichts Schöneres auf der Welt als diese Herrschaften da oben, aber naja, keine Ahnung. Als jahrelange World of Warcraft-Spielerin war ich da doch sehr geschockt. Dort spiele ich auch liebend gerne Gnome, weil sie einfach niedlich und doch gefährlich sein können. Zumindest durch meine Spielweise. Aber hier kommen mir eher mehr die Tränen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Darum speichere ich auch gleich schnell. Schnell und flotti. Flotti Karotti. Hallo, ich bin's wieder mal. Au. Und der eine. Moment, hat das gerade keinen Schaden? Au. Tja. Zack. Oh. Au! Hallo, ich bin jetzt dran. Ja. Schau das an. Der weicht da aus. Du wagst es, da auszuweichen? Oh, das geht gut. Ja. Leute, das geht super. Na, Häuptling. Au, 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 au. Ja. Ich sorge dafür, dass du Häuptling warst. Ich schwöre. Ja, ja. Chip. Zack, zack. Au. Hey, mit Steine schmeißt man nicht. Oder Nüsse, was auch immer du da hast. Keine Manieren. Das noch obendrein. Oh. Überhaupt. Au. Alter, das war jetzt nur Glück. Überhaupt keine Manieren. Jawohl, der hat schön gesessen. Ja, alter Schwede. Ja, ja, sicher. Au. Na, freilich, ne?
voll ins Kreuz rein, du Scheißviech. Ja. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ja, ja, gleich alle beide draufhauen, sicher. Warum man nicht? Komm her, Mistfink. Zack, zack, zack. Der eine will sich wieder von hinten anschleichen. Ich hab's genau gesehen. Ja, Gott sei Dank. Der ist schon mal weg. Na komm her. Dreckiger kleiner Mistfink. Ja, einmal noch. Ja, schön. Jetzt bist du dran. Ihr beide seid dran. Ihr scheiß Steineschmeißer, ihr. So, jetzt kann ich laufen. Alter, das sind ja drei. Hey, das ist ja gemein. Das sind drei. Jetzt sind es nur mehr zwei. Ja, ja. Komm daher, du Fiesling. Jawohl. Oh, fast erwischt. Schwing. Warte, der kommt schon. Der schaut gefährlich aus. Komm daher. Passt. Jetzt ist Nummer einer. Zweimal. Du hast... Alter, du traust dir das? Ja, gleich ist erledigt. Gleich bist du erledigt. Gleich siehst du dir da... Alter, wenn es weitergeht, bin ich bald erledigt. Ich meine, das war so geplant. Ich wollte es nur spannend machen. Ja, yeah, der hat einen Beutel. Diesen Waffenbeutel. 3 von 15. Knüppel aus dem Sack. Und eine Sichel hat er auch noch. Und noch mehr Äxte. Holzfäller-Axt ist das, okay. Der Häuptling hat... Und einen Zahn haben ihm auch ausgeschlagen. Ups. Ups. Das war keine Absicht. Und was haben wir hier? Eine Rübe. Eine Rübe. Schön. Dann, hier haben wir noch einen Pilz. Ein schönes Lagerfeuer. Aber leider keine Schlafmöglichkeit, ne? Nein, aber Wichtelkappe. Dafür. Soll ich mir erdreisten, einen großen Heiltrank zu nehmen? Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts verschwendet. So, da drinnen bin ich mir gerade nicht sicher, ob das gesund ist, was da drinnen existiert. Ich bin gespannt. Wir werden es sicher herausfinden. Das ist wieder zu dunkel. Oh, da sind ja noch mehr von denen. Ja, ja, komm da her. Da sind ja noch mehr von denen. Komm da her. Ciao. Okay, das hat nichts gebracht. Au! So, auf den Gipfel. Aber irgendwie haben sie niedliche Augen. Ja, der ist schon mal erledigt. Den looten wir auch gleich. Yeah, der hat einen Waffenbeutel. Das freut uns. Komm her. Alter, du hast wirklich Glück gehabt. Komm her, Feigling. Kommt er? Ja, kommt. Ja, ja, zückt schon. Alter. Alter. Batsch. Ja. Jawohl. Bam. Jawohl. Der hat nur gebratenes Fleisch, aber naja, besser als nix. Da kommt der nächste. Nix erwischt, etchi betch. Komm her, Feigling. Jetzt rennt er weg. Wirklich Feigling. Hallo. Der will mich zermürben. Der will mich zermürben. Da kann er lange warten. Ich zermürbe ihn. Mit der Keule. Schau, wie der feig ist. Ach, was soll's. Alter, ich hab doch gesagt, mit Steine schmeißt man nicht. Hörst du nicht zu? Wo hast du deine Manieren? Hat dir deine Mama nichts beigebracht, sag einmal? Oder dein Papa? Oder die Großeltern, wie auch immer? In der Schule nicht aufgepasst, mit Steinen schmeißt man nicht. Das hat man schon im Kindergarten gelernt. Au. Ja, würdest du jetzt abnippeln? Jawohl. Ja, ja, du kannst hauen, wie du willst. Dich hau ich auch weg. Hör auf zu blocken, dann geht's schneller. Von da drüben auch wer. Schweinerei. Ja. Ha,
Haha, nix erwischt. Bam. Ja, der ist erledigt. Ja, und jetzt hast du die Hose voll, oder was, ne? Vergiss es, du kannst schon voll haben, jetzt bin ich da. Da oben ist auch einer? Das gibt's ja nicht. Au. So, der ist erledigt. Na, du Steinschmeißer. Hat, da ist noch einer. Ja. Die kommen ja aus dem Boden geschossen wie Pilze. Haha, nix erwischt. Alter, könntest du dich bitte jetzt umbringen lassen? Nicht du mich umbringen, ich dich umbringen. Der hat die Rollenverteilung falsch verstanden. Ah, ich bin Jäger. Dass du es weißt, ich bin Jäger. Ich hau dich weg, ein Häuptling. Ein Häuptling! Häuptling-Steinschmeißer. Ja, das ist ein voller Name, das wissen viele nicht. Der hat ein Diplom gemacht im Stein... Alter! Ein Diplom gemacht im Steinschmeißen. Das lobe ich dich, verstehst du? Und dafür lässt du dich nicht umbringen? Was ist denn das, bitte? Viech. Da ist noch eins da hinten. Super. Wow, das wäre fast in die Hose gegangen. Ja, es ist in die Hose gegangen. Scheiße. Ich glaube, der ist besser. Ja. Ich glaube, das dürfte aktuell sein. Scheiße. Einmal voll getroffen, die Schüler vorbei. Blöder Häuptling. Ich hätte mich auch heilen müssen. Hallo. Kommst du her? Ich versuche gleich alle beide. Ja, ja. Hüpf, 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 hüpf. Mist, verdammter. Ja, ja. Zack, zack, zack. Ja, ja, zweimal. Habe ich kommen sehen. Ich hab's kommen sehen. Ich hab's gewusst, dass du das machst. So. Ja. Batsch, alle beide. Ha. Na, komm her. Du hast keinen Bock mehr. Ich verhau uns. Ja. Ist schon gut. Du brauchst gar nicht so freundlich grinsen. Deine mörderischen Absichten sieht man trotzdem. So, wo ist der Nächste? Gott sei Dank droppen die Beutel noch. Gut, da sind sie schon. Willst du deine Waffe bitte ziehen? Danke. Ich glaube, da schleicht sich einer ran. Oder auch nicht. Doch, jetzt. Komm mal, Feigling. Bäh. Zack. Und? Batsch, batsch, batsch. Was habe ich dir gesagt, was über Steine schmeißen? Immer dasselbe mit diesen Leuten da. Nix tun, Steine schmeißen, du. Alter, mit anspringen? Gehört sich das? Nein, bist du keine Katze. Komische Viecher. Puh. Passt, erledigt. So, ich gehe mal ein Stück zurück. Schauen, ob der Trottel herkommt. Wa, Alter, da oben, ne? Dieser Kackhäuptling. Wie der rennt. Als wenn er einen Moonwalk machen würde. Hallo. Komm her. Ja, sehe ich, jetzt kommen gleich alle, oder was? Hallo. Hat er gerade mit einer Flasche nach mir geschmissen? Ja, ja, komm nur her. Traust dich eh nicht. Er traut sich doch. Ja, mutiger kleiner Gnom. Na komm schon. Schwing. Boom. Das war's mit dir. So, der nächste bitte. Kannst gern kommen. Ja, komm nur, Häuptling. Komm schon. Feigling. Oh, nix Feigling. Schwing. Bing. Bang. Boing. Halt. Nicht getroffen. Aber jetzt dafür vielleicht. Jawohl. Einmal wenigstens. Jawohl, der hat gesessen. Und schmeißt mich schon mit der Flasche an, ne? So. Schwing. Und der letzte? Komm her, Häuptling. Vielleicht darf ich looten inzwischen. Schwing, schwing. Schwing, schwing. Ah, da ist er schon. Boah, das sieht gut aus. Au, 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 au. Mit anspringen.
Alter, du Viech! Du Viech! Ein wahrer Anführer kämpft mit allem, was er hat. Mhm. Na komm. Ja. Aha, zweimal. Okay. Zack, zack. Na? Einmal. Einmal ist gut. So, dreimal haben wir. Zack, zack, zack. Ja. Bam. Jawohl. Jetzt haben wir es geschafft. Alter Schwede. Jetzt haben wir es geschafft. Ich werde auch schnell mal was essen. Köstlich. Noch ein Stück. Und speichern. Das war nämlich gar nicht mal so schlecht. So. Hallo, wer will mich noch verhauen tun? Ich glaube, derweil ist Ruhe. So. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Ach, jetzt mach einen Scherz. Das kann nicht sein. Ein Grabstein. So enden wir alle mal. Als Grabstein, jawohl. Kessel wird mir momentan nichts helfen. Moment. Achso, da war noch was zu looten. Ja, Fackel und so, ne? Jetzt ist es besser. Viel besser. Oh. Die machen Geräusch wie diese Snapper. Diese Snapper-Typ. Bist du auch ein Klingenspringer-Schnapper? Ja. Na, ne? Im früheren Leben war das mal. Ja. Vielleicht. Oh. Aber hier gibt's keine Klippen. Ja, gebratener Gnom. Oh je, das schaut aus. Ah, schlimm. Gebratener Gnom. Naja, schmeckt sicher besser als Wanzen. Ein Goldbrocken. Wir haben Witz erzählen, kriegen wir einen Knüppel und ein bisschen Gold. Also Goldmünzen halt. Ja, das dürfen wir nicht mitnehmen. Ist logisch. Ist da drüben noch irgendwas? Es schaut so verdächtig aus. Nur die Fackel. Buchmäßig? Nö. Nein. Dann gehen wir hier rauf. Ah, da ist schon der Nächste. Ja, hallo. Ja, komm nur. Komm nur, du Springkinkern. Schwing, boing, tschack. Schwing, zack, zack, baum. Ja, voll daneben. Das war so richtig daneben. Komm, schwing. Alter, du Viech. So, ja. Die Fackel. Hey. Das war jetzt nur Glück. Das war jetzt echt nur Glück. Schmeißt mir da oben ein so ein Gnom mit einem Stein an, ne? Oh, oh, oh. Das sind zwei. Sind das beide Häuptlinge? Nö, oder? Oder ja, oder doch? Keine Ahnung. Kommt sie mal her, bitte. Na, ist nur ein normaler. Ja. Ein normaler Gnom. Da. Schwing. Zack. Ja. Zack. Nichts erwischt. Super. Ja. Doing. Ja. Komm her. Ja, brauchst keine Angst haben. Bis gleich bei deinen Freunden. Na komm. Schwing. Oh. Au. Bam. Alter. Du Viech, du. Ja. Jawohl. Sehr gut. So, ja, yeah, er hat wieder ein Werkzeugbeutel. Das ist sehr gut. Und ein bisschen Gold. Hui. Fackel. Die brauchen wir noch. So, komm her, Fackel. So, 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 so. Da haben wir wieder... Oh, oh. Da ist noch ein Häuptling. Puh. Tschack, tschack, tschack. Schwing. Ja. Zack, zack. Schwing. Ich drehe ihn mit Absicht ein bisschen, damit ihr auch ihn vielleicht besser sehen könnt. So wie ich. Komm her. Schwing, schwing, schwing. Ja. Huch. Ha, nix erwischt. Ha, ha. Ich glaube, das war der uns umgebracht hat, ne? Jetzt bringen wir dich um, du Viech. Au. Oder auch nicht. Ja. Jawohl, schön. Fein. Der hat leider nur Goldmünzen. Aber besser als nichts. Da ist nur Gerippe.
Dieses Eisenerz und so werden wir uns später leider erst holen können. Ich kann noch nicht schürfen. Ich habe die Mod dafür nicht installiert, aus bestimmten Gründen, die ihr vielleicht vom ersten Twitch-Abend euch noch erinnern könnt, die ich da erzählt habe. Ich glaube, ich sollte mal was essen. So. Mhm. So, einmal noch. Passt, Bauchi ist voll. Alles fein. Hallo, wo sind wir hier gelandet? Oh, da geht's tief runter. Okay. Das ist quasi der Balkon oder die Terrasse, besser gesagt, von diesen Gnomen. Da kann man sicher rüberschweben. Ich traue mich nicht. Da wäre mir so eine Liane lieber gewesen. So wie Tarzan rüberschwingen und gut ist. Es ist aber auch ziemlich hoch. Ich glaube nicht, dass wir das rüberschaffen würden. Somit mache ich lieber Kehrtmarsch. Ist wahrscheinlich für später was. Ich glaube, da war mal was. Ja, ich glaube viel, ne? Ich glaube viel zu wissen. Ah, jetzt ist die Fackel erloschen. Schön. Jetzt sind wir wieder im Darkroom. Aber nicht lange. So. Ist wieder schönes Wetter. Und alles schön, voll Licht. Alles voll Licht. Gut, die nächsten Häuptlingstypen, also Gnomentypen, dürften jetzt von hier auf der anderen Seite drüben sein. Sofern ich mich noch dunkel daran erinnern kann. Ich meine, das würde passen. Beziehungsweise müssen wir, glaube ich, Richtung Hintereingang von der Stadt marschieren. Und dort Richtung Strand, glaube ich, da war auch mal irgendwas. Jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt diese Gnome waren oder ob das eine andere Quest war. Wir können ja nachschauen gehen. Wir können schauen gehen. Ja. Jedenfalls darauf geht es eben zur Vulkanfestung. Ja. Da wird es auch die eine oder andere Quest geben. Sollen wir es zuerst machen? Na. Ja? Nein? Nein? Ja? Schauen wir uns da drüben noch ein bisschen um. Ich werde auch hier speichern. Machen wir so. Ich werde hier speichern. Und zwar... Ich nehme mit Absicht den Vierer. Ich muss mir merken, der Vierer ist der Spielstand für die Vulkanfestung. Cool. Mein Wolfi übrigens ist gerade dabei, für mich ein paar Blümchen zu sammeln. Welche Blümchen? Ja, für World of Warcraft. Blümchen für die Tränke. Und er hat für mich Fuchsblümchen Stufe 3, also den dritten Stern, gerade eine Quest bekommen. Vielen lieben Dank, Schnuffel. Yeah, ich freue mich. Boah, das ging aber schnell. Es ist noch gar nicht so lange her, da hatte ich erst das Rezept fürs zweite Sternchen. Ich glaube, das ist auch verdammt glücksbedingt. Bitte hasst mich nicht. Ja, auf jeden Fall, ich behalte die Tränke und Fläschchen eh nicht für mich allein. Das ist alles auch für die Gilde und fürs Raiden dann. Ab Mittwoch geht's ja los. Da wird das erste Viertel oder so wird da geöffnet für den Raid. Freu. Und ja. Bis dorthin, also wir sind gerade dabei uns zu wappnen. Nein, wir spielen kein Progress. Ja, einfach nur ja, so gut wie wir alle können. Wir sind nicht schlecht. Ganz und gar nicht. Also ich finde nicht, dass wir schlecht sind. Auf keinen Fall. Ja. Yeah. Dafür, dass wir keinen Progress spielen, finde ich echt, dass wir uns gut schlagen. Ja. Aber wie gesagt, von nichts kommt nichts. Wow. Au, das habe ich wieder super gemacht. Ja. Man muss sich auch gründlich vorbereiten auf sowas. Ja. Au. Sag mal, spinnst du, du blöder Käfer. Ich weiß, es ist eine Motte oder so. Falter halt. Falter. Alter Falter. Ja, ja, stich du nur. Ich werde gleich zurückstechen. Das hört sich auch falsch an. Ja. So, da. Na, gefällt dir meine Waffe? Meine Nagelkeule oder was das da ist?
hab's vergessen. Brennt ein bisschen auf der Haut, ne? Komm her, Stinkviech. Zack, passt. Das waren jetzt zwar keine Gnome, aber Erfahrungspunkte. Wenn halt irgendwo... Ich glaube, da ist einer. Ein Gnom. Ich glaube, da ist echt einer. Ja, ich glaube, das ist ein Gnom. Perfekt. Speichern. 4 ist Pfui, also nehmen wir 1. Hallo, ein Gnom, es lebt. Viele Gnome, da hinten ist noch einer. Oh, und ich habe fast kein Leben, ich Trottel. Ich habe eh gespeichert. Ich habe meinen Tod schon zu 50% vorausgesehen. Darum habe ich gespeichert. Ja. Komm her. Schwing, schwing, schwing. Jo, ich liebe das Schild. Ich liebe das Schild. Na, komm. Bing. Oh, hast nichts getroffen? Wie schade. Gib mir bitte dein Waffenbeutel, sage ich. Dein Werkzeugbeutel. Einen haben wir schon. Super. Da ist ein Trank nicht schlecht. Das zischt gleich so runter. Das zischt gleich so runter, ich sag's euch. Ich hab irgendwo... Ah, Gnom. Ich seh dich. Gnom, ich seh dich. So, auf den Dreier dürfen wir speichern. 4 ist Pfui. Hui, langsam. Ja! Super. Hallo, Gnom. Schwuck, schwick, schwack. Ja, schwing, schwuck, schwick, schwack. Hin ist er. Du bist auch gleich über den Jordan. Ja. So. Na komm. Schwing, schwang, schwung. Ding, dong, dang. Und weg ist er. Noch einer? Freund oder Feind? Nix. Da hinten ist nur ein Schwendel. Oh. Habt ihr jetzt nicht mal einen Werkzeugbeutel gehabt? Das ist jetzt aber traurig. Sieht man den Schmollmund? Wie gemein. Ist das schon ein schwarzer Wolf? Oder ein normaler? Gewisse Gebiete sollten wir allerdings noch nicht betreten. Die sind definitiv noch tödlich für uns. Ja. Ja. Ich spreche aus Erfahrung. So, Schweindel. Servus. Zwei Schweindel. Ja? Komm her. Ja, ist schon gut. Quatsch. Ja, ist schon gut. So. Magst du denn keine Massagen, sag einmal? Entschuldigung. Stopp. Ja. Doch, mag er schon. Der Leger sieht, entspannt er sich gleich. Schaut mal, wie die sich schön entspannen können. Ich hab doch gesagt, das ist eine tolle Rückenmassage. Ja, wirklich wahr. Ja. So. Und so. Und hier haben wir auch noch ein paar Sachen. Hier und so. Eine Beere. Ach ja, da ist auch noch eine Reiselust. Puh. Da ist wieder höchst gefährlich, dass ich hier irgendwo irgendwelche Pflanzen übersehe. Aber auch hier werden wir mindestens noch einmal vorbeikommen. Also ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich dann für später auch noch was habe. Auch wenn wir uns dadurch nicht allzu viel heilen können. Außer wir brauchen uns was Schönes. Was ist das? Okay, nix. Das hat sich gerade furchtbar angehört. Was haben wir denn da? Ist das eine Höhle? Na. Was? Hör auf. Ach so. Meine Güte. Ist das normal? Ach da. Jetzt kenne ich mich aus. Okay. Da sind wir. Okay. Alles gut. Alles gut. Eine Mana-Wurzel. Na
nehmen wir auch gern mit. Eine Mana-Wurzel. Wolf, Wolf, Feed Wolf, Wolf. Ja, das ist eventuell mein Tod. Komm her, Wolfi. Bleibst du am Henken? Ich gehe ganz vorsichtig mal hier hin. OMG, OMG. Was habe ich wieder angestellt? Dreimal? Ja, schön. Ja, ja. Ich hau auch zweimal zu. Zweimal. Ja. Jawohl, der ist gleich hin. Die Waffe zahlt sich aus. Wow. Ja? Ja. Ja, ja, ist schon gut. Zweimal. Ja. Ja, wir auch zweimal. Das ist schön. Einmal. Ja. Achtung, aufpassen. Viech ist schlau. Na, was war das denn jetzt? Mit der Maus kurz verrutscht, ne? Weil ich nachrücken wollte. Nachrücken wollte. Batsch. Wolf ist gleich kaputt, der erste. Da kommt wieder der. Zweimal, dreimal. Ja, eins, zwei, drei. Super. Einmal, zweimal. Fu, 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 fu. Fu, fu, fu. Dreimal. Super. Zack, zack. Super, erwischt. Gar nichts. Eins, zwei. Zack, jawohl. Ja, du bist mir genau richtig. Ja. Also genau recht. Jawohl, der ist erledigt. Au, 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 au. Du fieser, böser, ja. Schwarzer. Na, schwarzer, na, fieser Wolf. Die schwarzen Wölfe kommen erst. Puh. Das lief gut. Das war beabsichtigt. Alles beabsichtigt. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, ihr glaubt mir nicht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Passt. Wohin? Wo lang? Ich würde sagen... Ich gedacht, unten ist irgendwas. Ich würde sagen, mal hier lang. In das nächste Wolfsrudel am besten rein. Das wäre jetzt genau das Richtige. Vielleicht noch mit schwarzen Wölfen oder so. Das wäre jetzt ja wirklich ein gekrönter Abschluss dafür, dass wir das jetzt so gut geschafft haben mit den dreien. Das wäre ja perfekt. Aber nein. Wir sind hier in einem Holzhäuschen angelangt und da sitzt doch tatsächlich jemand. Hallo, wer bist denn du? Marvin. Der Marvin? Hi. So allein hier draußen? Jetzt wohl nicht mehr. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Marvin. Hm, so, so. Marvin. Weißt du eigentlich, wie schwer du zu finden bist? Wieso? Hast du mich gesucht? Ja, weil deine Mutter macht sich Sorgen um dich. Deine Mutter macht sich schon Sorgen um dich. Ach ja, meine Mutter macht sich immer Sorgen. Du kannst ihr ja sagen, dass ich noch lebe und dass ich sie vermisse. Mütter stehen auf sowas. Das machst du gefälligst selbst. Ja, wenn ich mal viel Zeit habe. Vielleicht. Ja, und warum hast du jetzt keine Zeit? Du sitzt am Lagerfeuer und denkst nach, vielleicht? Vielleicht will er ja ein Buch schreiben und muss deshalb nachdenken. Was machst du hier in der Wildnis? Was machst du hier in der Wildnis? Ich wollte gerade was essen. Sieh an, ein Witzbold. Und die Hütte hier? Das ist deine, ja? Ich bin Jäger und suche Pflanzen. Ach ja? Du siehst gar nicht aus wie ein Jäger. Tja. Dir kann man wohl nichts vormachen, was? Mm-mm. Du sagst mir jetzt, was du hier wirklich machst, bitte. Du sagst mir jetzt, was du hier wirklich machst. Ich habe gehört, dass die Ruinen voller Schätze sind. Und da bin ich losgezogen, um mir welche zu holen. Ich habe mir sogar eine Schaufel und eine Spitzhacke besorgt. Okay, Schluss mit dem Unfug. Schluss mit dem Unsinn. Ich sehe dir an deiner Nasenspitze an, dass du lügst. Und wenn ich dich einfach ignoriere, gehst du dann wieder? Keine Chance. Okay, okay, dann hör zu. Die Sache ist so verrückt, dass du sie mir wahrscheinlich gar nicht glauben wirst. Kurz bevor mich die Weißen in der Hafenstadt eingesperrt hatten, fing es an. Ich hatte so merkwürdige Erscheinungen. Erst war es noch harmlos. Nur Albträume und so. Aber dann wurde es immer schlimmer. Ich hielt es in der Stadt nicht mehr aus und bin hierher geflohen. Aber auch hier draußen wurde es nicht besser. Ich kann kaum noch schlafen vor lauter Angst. Die ruhelosen Geister der alten Burgherren dieser Insel verfolgen mich.
Ich bin verflucht. Schön. Warum sollte ein toter Burgherr einen Bauernjungen verfolgen? Warum sollte ein toter Burgherr einen Bauernjungen verfolgen? Wenn ich das wüsste. Sprechen die Geister zu dir? Nur einer von ihnen. Burgherr Patroskon nennt er sich. Patroskon? Ja, wenn er zu mir kommt, habe ich seine schrecklich flüsternde Stimme in meinem Kopf. Er will irgendwas von mir, ich weiß aber nicht was. Aha, hast du eine Ahnung, woher deine Geister kommen? Vielleicht hast du etwas bei dir, was einen Untoten interessiert. Ja, das ist meistens der Fall. Wie wir schon von Supernatural her kennen, nicht wahr? Ja? Weißt du, woher sie kommen? Fragen wir da mal nach. Hast du eine Ahnung, woher deine Geister kommen? Nein. Aber wenn es wirklich Geister von untoten Burgherren sind, dann wird man ihre Körper vielleicht noch in den alten Burgen finden. Nicht weit von hier im Norden steht ein zerfallener Turm einer alten Burg. Irgendwo an der Westküste der Insel habe ich auch schon welche gesehen. Das sind mehrere? Das sind mehrere. Naja, vielleicht hast du etwas bei dir, was diesen Untoten da interessieren würde. Vielleicht hast du etwas bei dir, was einen Untoten interessiert. Was zur Hölle soll das denn sein? Moment. Ich habe irgendwo im Wald diesen seltsamen Ring gefunden. Und wenn ich so darüber nachdenke, habe ich diese Erscheinung erst, seit ich diesen Ring an mich genommen habe. Ein Ring? Zeig mal her. Ja, gerne. Hier, nimm das verfluchte Ding. Ich schätze, du hast wirklich ein Problem. Ist ja kein Wunder, dass du die Untoten zornig machst, wenn du dir ihren Kram einfach in die Tasche steckst. Verdammt! Und was soll ich jetzt tun? Ich werde mich um diese Geister kümmern. Ich werde mich um deine Geister kümmern. Wirklich? Wie willst du das denn anstellen? Es gibt einen Grund, warum dieser Burgherr Patroskan und die anderen Untoten dir erschienen sind. Diesen Grund werden wir beide bald kennen. Ich danke dir, dass du mein Elend beenden willst. Ich hoffe nur, dass du Erfolg hast. Diese Erscheinungen sind unerträglich. Hoffen wir es ja. Wem gehört eigentlich diese Jagdhütte? Wem gehört eigentlich diese Jagdhütte? Ich habe keine Ahnung. Ich schätze, einem Jäger. Ach was, ganz schön dreist von dir, dich hier breit zu machen und einfach fremde Sachen zu benutzen. Ich bin schon ziemlich lange hier. Bisher kam noch keiner, der sich über meinen Aufenthalt beschwert hat. Entweder ist der Besitzer tot oder von der Inquisition in die Vulkanfestung verfrachtet worden. Möglich. Wie bist du überhaupt aus der Stadt rausgekommen? Wie bist du überhaupt aus der Hafenstadt rausgekommen? Ich bin nachts über die Stadtmauer gesprungen. Ach, so einfach ist das. Naja, du darfst dich dabei natürlich nicht erwischen lassen, versteht sich. Ja, toll. Und wir, ne? Was, 1 von 6 Vasallenringe? Das heißt 5 noch. Das heißt insgesamt 6 Geister. Au backe. Wir gehen auf jeden Fall mal pennen. Ab in die Federn. Wir werden bis zum nächsten Morgen mal schlafen tun. Ja, das haben wir uns verdient. Ja, großartig ist das, ne? Speichern tun wir auch mal. Ja, streng gesehen können wir jetzt den 4er Spielstand auch nehmen. Wir haben ja nichts Verkehrtes gemacht. Ein Kochrezept haben wir da. Fleischeintopf hat heilende Wirkung. Geh mit folgenden Zutaten zum Kessel. Kartoffel 1 Stück, 2 Stück rohes Fleisch und eine Zwiebel. Okay. Wir haben nur keine Kartoffeln. Ja, die nehmen wir alle mit. Also noch haben wir keine Kartoffeln. Liegt hier zufällig eine rum? Nein, hier hängt nur stinkender Fisch an der Wand. Und ein hübsches Klohäuschen. Ja, definitiv ein Klohäuschen. Ja, bewohnt von haufenweisen Fliegen. Kartoffel? Nix Kartoffel. Gehört die Truhe dir? Ich schau mal. Nein. Hier haben wir ein Stahlrohling, ein Bier und ein kleiner Heiltrank. Den nehmen wir auch gern mit. Passt. Streng gesehen können wir auch die Jause hier auf dem Tisch mitnehmen. Boah, ist eh nicht viel. Gut. Haben wir hier Kräutermäßiges, glaube ich, nichts gewesen? Na, nichts passiert. Gut. Großartig. Diese Geisterquest.
Ja, wir können schon probieren, aber ich glaube, ich war zu schwach. Die haben mir ganz schön aufs Maul gehauen. Wir müssen sowieso öfters in die Nähe dieser Geister. Und die werde ich mal fürs Erste ein bisschen auslassen. Wir haben eigentlich streng gesehen so eh noch ein bisschen was zu tun. Allein die Geschichte mit diesen Gnomen. Der Teil vom Wald hier ist mir immer ein bisschen unheimlich. Keine Ahnung warum. Ich habe immer irgendwie das Gefühl, an jeder Ecke steht irgendwas. Das wird aber alles noch schlimmer. Kann ich schon mal versprechen. Abenteuerlicher, sagen wir so. Das hört sich schön an. Das wird noch abenteuerlicher. Gut, da drüben waren wir schon. Ich würde sagen, ich gehe mal da lang. Ein bisschen. An der Hütte vorbei. Und hoffe, dass wir da noch unsere restlichen Werkzeugtäschchen bekommen. Dann können wir das bei passender Gelegenheit auch abgeben. Ich glaube, da waren wir auch schon. Ja, da drüben war, glaube ich, ein Gnom. Da habe ich eine Pflanze übersehen. Zwei sogar. Super. Ganz super. Oh, Wolf. Wolf, Batsch. Zwei Wolf. Zwei Wolf. Hui, böser Wolf. Böser Wolf. Böse Wölfe. Eins, zwei. Tack, zack, zack. Eins, zwei, drei. Zack, zack, zack. Na komm, eins. Ja. Nur einmal. Boah, traurig. Komm näher. Zack, zwei. Nur zweimal. Okay. Jetzt muss ich da mal kurz auf die Uhr schauen, wie spät schon ist. Ob schon Pause ist. Ich hab... Okay, geht noch ein bisschen. Ja. Geht noch ein bisschen. Circa 20 Minuten noch. Ein bisschen mehr. Alter. Viech. So, weg ist er. Ach, schön. Halt, wo war der zweite? Wolf. Da. Alles gut. Alles gut. Wow, drei Malerpilze. Auf einem Fleck. Schön. Und haufenweise Insekten. Servus, ihr depperten Motten. Jojo. Komm nur her. Ja. Oder auch nicht. Einmal zugestochen. Ja. Ja, das war schön. Nichts getroffen. Dafür treffen die mich. Ihr schierchen Viecher. Echt, aua. Ja. Bitte nur dieses Viech. Batsch, jawohl. Boah, das hat gesessen. Batsch, 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 jawohl. Ja. Du kannst schon stechen probieren, wie du möchtest. Ich klatsch mal weg, Mistviech. Geht ja. Ich glaube, mich auch erinnern zu können, dass es Gnome vor der Vulkanfestung gab. Also wir müssen sowieso eigentlich rauf. Ich meine, alle werde ich jetzt gar nicht finden. Befürchte ich auch noch zusätzlich, alle Gnome. Die sind ja wirklich überall verteilt. Also ich glaube auch, dass das eine Quest sein wird, die wir im Laufe des Spiels hier finden, also beenden können. Finden werden, genau. Die Gnome finden werden, um die Quest zu beenden. So, jetzt war es richtig. Ja. So, sammeln, sammeln. Wieder eine Heilwurzel. Hm, gut. Dann werden wir wieder speichern. Speichern. Ich würde sagen, ja, den Vierer können wir jetzt durchaus, da können wir jetzt durchaus drüber speichern. Das passt. So. Hallo, Herr Stan. Hey, du. Sei vorsichtig, wenn du hier herumläufst. Das Gebiet ist noch nicht gesichert. Ich pass schon auf. Du bist ein ganz harter Kerl, was? Pass auf. Mir ist egal, was du hier machst oder zu wem du gehörst. Aber dir sollte eins klar sein. Was zwischen euch Banditen und dem Orden läuft, geht mich nichts an. Solange du keinen Ärger veranstaltest, kriegst du auch keinen. Ist klar. Was weißt du über dieses Gebiet? Was weißt du über dieses Gebiet? Der Bauernhof ist fest in unserer Hand. Hier ist das zentrale Lager. Ein Lager? Für was? Für alle Truppen, die sich draußen aufhalten. Außerdem gibt's hier zwei Ruinen.
Die eine hier unterhalb des Hofes und die andere ist weiter oben. Okay. Mit welchen Gefahren muss ich hier rechnen? Mit welchen Gefahren muss ich rechnen? Monster, haufenweise Monster. Sie kommen aus den Ruinen und verbreiten sich überall. Super. Erzähl mir mehr über die Ruinen. Erzähl mir mehr über die Ruinen. Das ist nicht mein Ding. Ich passe hier nur auf. Wenn du mehr wissen willst, sprich mit Severin. Okay, Severin. Hast du erlebt, ja, wie die Ruinen aus dem Boden gekommen sind? Hast du erlebt, wie die Ruinen aus dem Boden gekommen sind? Ich hab's nicht gesehen, aber viel darüber gehört. Es fing an mit einem Erdbeben und dann brach überall auf der Insel die Erde auf und die Ruinen kamen ans Tageslicht. Ja, ich verstehe. Du vermisst dein Gold eh nicht, ne? Das ging, hurra. Speichern. Ich tue gern speichern. Hier viel mehr als woanders bei den Spielen. Sollen wir es wagen? Um sind Schweindeln, wirkliche Schweindeln, keine Wildschweine diesmal. Ich glaube aber auch, dass es da mal irgendwo ein auf... Oh Gott, ist da dunkel. Ist da finster. Pff. Hallo? Ich habe Angst, dass wieder... Da ist sicher wieder eine Fallgrube, ne, am Boden. Kann ich mir schon vorstellen wieder. Geronimo! Da ist ein Pilz. Ein Schwammerl. Boah, das. Aha, da ist eh wieder vergittert. Boah. Wow. Ruck. Ja. Alter! Okay, so geht's auch. So geht's auch. Der eine Pilz kann mir den Buckel runterrutschen. Wir gehen da jetzt weiter. Darüber. So irgendwie da so rauf halt. Super. Der eine Pilz kann mit dem Buckel runterrutschen. Echt wahr. So. Ja. Jawohl. Huch. So. Wir gehen da rauf. Kann ich? Kommen wir hier hoch? Nö, oder? Das wäre zu einfach. Wird's gehen? Wird man's? Ja, schau, es geht echt. Schau, schau, schone. Ja, Schweindeln, der beste Dünger für hier, für das Feld, ne? Hallo, Bruce. Schweinescheiße, überall Schweinescheiße. Ich krieg hier noch Brechreiz. Der beste Dünger, ich sag's ja. Was ist denn los? Was ist denn los? Hey Mann, hier schwirren überall die Grabmotten rum. Solange kann ich die Schweine nicht aus den Augen lassen. Die Grabmotten fressen Schweine? Sie fressen Aas. Und wenn's sein muss, töten sie halt irgendwas. Und da unsere Schweine nicht gerade wehrhaft sind, stehen sie ganz oben auf dem Speiseplan der Grabmotten. Ist wieder klar, ne? Ich werde mich um diese Viecher kümmern. Ich werde mich um deine Grabmotten kümmern. Mach schnell! Dann muss ich nicht länger auf die Schweine hier aufpassen. Ich kann ihren Gestank nicht mehr lange ertragen. Dabei ist es eh frische Luft. Stell dir mal vor, du wärst in einem Stall, wie es dort dann riechen wird. Wahrscheinlich wäre da schon längst umgefallen. Grabmotten. Ja, schön. Mach mal doch gleich. Ja, Alter. Das war jetzt nur Glück. Ich hatte jetzt nur Glück. Fangen schon wieder an zum Stechen, ne? Scheiß Viecher. Au. Au, au, au. Es ist schon gut. Nur zwei Schläge vielleicht. Einmal gestochen. Ja, ja, der weicht wieder aus, ne? Komm her, du Schießviech. Ja. Dreimal getroffen, sehr gut. Ja, was ist mit du? Au. Ja, ja, ist schon gut. Aua. Aua. Ja, du stirbst jetzt gleich mal. Echt, du Scheißviech. Ja, es war zwar das andere gemeint, aber ist ja wurscht. Hin ist hin. Zack, zack, zack. Alter, sticht schon wieder zu, ne? Schlimmer als jede Mücke. Ja, 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 ist schon gut. Komm da her. Batsch. Ja, au, 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 au. Au. Sag einmal, was soll denn das? Batsch, jawohl, der hat das Teil hier gesegnet. Du auch gleich hoffentlich. Na, du noch nicht.
weil du ja ausweichen musst. Blödes Viech. Jetzt aber. Jawohl. Haha. Na komm. Ja, stich nur. Dann halt nicht. Alter. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Sauviech. Ja, dann schlage ich vielleicht das Schwein auch noch. Dann habe ich es. Dann habe ich es gerichtet. Ja, Gott sei Dank. Bist du lärm. So. So. 4 Stück waren das jetzt. 5. Da oben ist auch noch einer. Nein, da oben ist keiner. 4 Stück nur. Ah, da sind noch welche. Einmal trinken wäre nicht schlecht. Prost. Auf euer Wohl. Ja. Das müssten dann alles sein. Ja, ja, stich nur. Ah, da oben ist noch eins. Das ist noch eine Saumotte. Eine dreckige. Ja. Da, der ist hin. 8 Stück sind's. Ich habe 6 gelesen. Super. 8 Stück. Ja, ja. Alter, du Kackviech. Ja. So. Haha, nichts erwischt. Ha, Glück gehabt. Das war jetzt nur rein. Nein, steck die Waffe weg. Danke. Braver Held. Braver, vorbildlicher Held. Ich glaube, hier waren aber auch Gnome. Ich muss aufpassen, dass ich nicht Goblins sage. Ja. Mich schauen die so aus wie Goblins. So hässlich. Oh. Au, 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 au. Ja, ja, ist schon gut. Komm da her, du Schicksviech. Zack, 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 zack. Ja, ja, stich du nur. So, aufs Maul. Komm, stich. Feigling. Au. So, aus ist mit dem Ungeziefer. Wir haben schon einen Questerfrog. Das war jetzt 8. Stand doch aber erst 7 von 8. Ist das Buggy? Ist das eine Buggy-Quest? Oh, eine Buggy-Quest. Da müsste man noch irgendwo ein... War das jetzt echt schon? Na, oder? Oh, wird dann schon stimmen, wenn die das sagen. Da drüben sind die Gnome. Die fiesen, fiesen kleinen Gnome. Da tun wir gleich speichern. Ja, was ist denn da? Ein Gnomilein. Wie wunderbar. Diebischer Gnome. Ah, das ist wieder eine eigene Quest, glaube ich. Fürchte ich. Komm her. Hau zu. Alter. Ja, ja. Zack, zack. Ja, ja. Au. Das... Alter. Zack. Ja, ja. Ich glaube, da habe ich jetzt wieder einen Blödsinn gemacht. Zack, zack. Wie flink sind denn die, bitte? Das gibt's ja nicht. Die können ja zu flink sein. Zack, 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 zack. Die halten was aus. Das ist auch nicht schön. So, okay. Es geht. Es geht. Ja, ja. Ja, ja. Batsch. So. Kommst du her, blöden Viecher. Alter. Ja, ja. Fast hin. Ja, ja, ja. Batsch, der erste schon mal erledigt. Ja, ja, ist schon gut. Ja, ja. Ja, ja. So, der zweite ist auch gleich fertig. Jawohl. Ja. Ja. Batsch. Jawohl. Ja. Ja. Jawohl. Oh, gleiches Ding. Jawohl. Ja. Jetzt bist du dran da drüben. Komm nur her. Du kleiner Bastard. Na? 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 Hm? Schau, was gehört. Psst. Wie er die Waffe zieht. Na, komm, schlag. Dann mach ich halt zuerst. Ja. Hast du jetzt Bock? Ja. Nix erwischt. Alter, wie der ausweichen kann. Alter, du Viech. Ja. Ja. Ich bin mir nicht sicher, dass das zu einer Quest gehört hat. Ja. Ja. Aber normalerweise zählt das schon, wenn wir die besiegen. Oder die haben was verbuddelt, gestohlen, irgend sowas. Ich weiß gar nicht. Ja. Ich glaube, bei ihrem Lager war es sonst was. Alter, du blödes... Oh. Au. Du Kackviech. Jawohl, aus ist mit dir. Na, passt schon. 6 von 4. Passt. Ich kann jetzt aber nur nicht versprechen, ob die nicht auch diese Waffenbeutel tragen können, droppen können. Ja, tatsächlich. War einer dabei. Boah, ist das fies. Ja, ist es. Aber wir haben es trotzdem. Wir kriegen es trotzdem hin. So, und essen wir auch nicht schlecht. Ein paar Bissen. Jawohl, runter damit. Passt, sehr gut.
dass es mir wieder mal einspeichern wird. Die waren doch etwas schwieriger zum Besiegen als die sonstigen. Ein Heilwurzel, glaube ich, war das. Oder Heilkraut, irgend sowas halt. Hallo! Wie der in die Kiste nachschaut, ne? Ist irgendwie auch niedlich. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack. Na los. Geht schon. Und der erste ist hin. Jawohl, komm her. Der letzte. Batsch. Komm. Schwing. Au, 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 au. Hallo, so geht das nicht. Ja. Ich hätte sagen. Au. So, jawohl. Erfahrung plus 300 und nochmal 50, weil wir den umgeschnitten haben. Ich habe aber keine Ahnung. Ich glaube, die Quest, die war da unten bei dem Häuschen zum Annehmen. Ist sicher noch der Fall. Da kriegen wir auch bestimmt dann eine Belohnung dafür, weil wir die schon umgeschnitten haben. Also, es ist normal nichts verhaut. Na klar, dass ich es verhau. Dietrich, ja, ist logisch. So. Jawohl. Hier drin haben wir einen kleinen Saphir. Gefragt bei Goldschmieden. Man kann Ringe daraus herstellen. Gehe mit folgenden Zutaten zur Goldschmiede. 5 Goldbrocken, ein kleiner Saphir und man benötigt Schmieden Stufe 2. Ja, ist aber 100 Goldmünzen wert. Durch 5, glaube ich, war das und dann passt das. Oder so. Ne? Da sind es nur mehr 20. Super. Da wären wir ja reich. Eine Böhre. Das ist ja wieder diese Wichtelkappe, glaube ich. Da haben wir einen Mana-Pilz. Eine Mana-Pflanze. Da drüben gab es, glaube ich, auch irgendwo Viecher. Oh ja, Viecher. Hallo, Herr Wolf. Au, au, au. Hey, das geht so aber nicht. Halt. Langsam, Viech. Ja. Nur damit das klar ist. Ja. Quatsch. Ja. Ja, sicher. Wie sieht der da hinten anschleichen? Du kleiner, fieser Bastardwolf. Ja. So. Einmal nur. 1, 2. Nur zweimal. Ja, ist mir auch wurscht. Eins, nur einmal, okay. Wow. Einmal. Batsch, gleich ist er hin. Oder wir sind hin. Das werden wir gleich sehen. Einmal, ja. Der dahin schleicht sich wieder an. Ich traue mich wetten, dass ich dann schon irgendwie in die nächste Monstergruppe reinlaufe. Wäre ja nichts Neues. Au, du Viech. Alter, den erwische ich so nicht. 3, 2, 3, jawohl, das waren 2 mit einem Streich, mit 3 Streich eigentlich. Ja, Viech. Komm nur, 2, dreimal, dreimal, 2, dreimal, jawohl, halt. Ich hoffe, ich habe ihn noch erwischt, jawohl. Lief doch gut. Lief ja super, genauso wie ich es geplant habe. Jawohl. Da unten haben wir wieder eine Sau, eine Wildsau. Eine wilde Sau. Komm daher, du wilde Sau. Eine oder zwei? Eine, wie es ausschaut. Gleich mal volle Kanne drauf. Au, au. Ja. Ist schon gut. Dreimal. Du auch schon dreimal. Ja. Ja. Ah, der toll. Ich habe den dritten Schlag versaut, weil ich dachte, sie greift mich an. Oder es, oder er. Er. Bravo. Jö, Stachelratten. Oh, sowas gibt's auch noch. Die haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Jo. Au. Jetzt will ich einmal zuhauen und dann erwischt sie mich schon. Wie gemein. Jawohl, die ist schon mal erledigt. Batsch. Batsch. Oh. Der hat gut gesessen. Jawohl. Und auch, ich glaube, das hatten wir noch nicht, Stacheln. Ich glaube, die hatten wir letztes Mal noch nicht. Kann man gut bei Händlern verkaufen. Jawohl. Boah, Fleischbraten werden wir dann auch bald mal wieder müssen. Wahrscheinlich gleich 50 Kilo Fleisch. Reicht, da kommen wir locker. Da kommen wir locker über den Winter.
Dann müssen wir schon in Zukunft uns eine Kühltruhe auf den Rücken schnallen, damit man das Fleisch, damit das nicht verdirbt. Da haben wir eine gute Beere. Servus, wer bist denn du? Robert? Na, Rekrut. Nur ein Rekrut. Da auch nur ein Rekrut. Sakura. Und Barry. Hallo, Sakura. Hallo. Bist du auf dem Weg in die Vulkanfestung? Ja, eigentlich schon. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich bin losgeschickt worden, Pflanzen zu sammeln. Aber ich ruhe mich erstmal aus. Da hast du recht. Kann ich dir irgendwie helfen? Kann ich dir helfen? Du darfst mir nicht helfen. Das ist nämlich für die Prüfung von Meister Abrax. Ah. Außerdem hilft Barry mir. Das reicht. Okay. Hallo, Barry. Hi. Du bist Novize, oder? Du bist Novize, oder? Ja, das stimmt. Noch bin ich Novize. Hört sich so an, als würde sich das bald ändern. Das hier ist meine letzte Prüfung. Sobald ich die Pflanzen für Meister Abrax habe, werde ich Magier. Schön. Viel Erfolg dabei. Aber wer ist dieser Meister Abrax? Wer ist Meister Abrax? Ein Magier oben aus der Vulkanfestung. Er ist der Letzte, dessen Prüfung ich bestehen muss. Mhm. War gar nicht so leicht, ihn zu finden. Wieso? Na, weil er sich nie blicken lässt. Er hat sich in sein Labor verkrochen und verlässt es nie. Super. Komischer Kauz. Was ist das für eine Prüfung? Was ist das für eine Prüfung? Ich soll ihm Pflanzen besorgen, hier aus dem Wald. Kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Nein, das muss ich schon alleine machen. Trotzdem danke für das Angebot. Gerne. Auch wenn wir eigentlich Feinde sind, noch. Wir aber mit guten Absichten hier sind, man hilft doch gerne. Wären ja mögliche Erfahrungspunkte gewesen, ne? Dem Kerl da drüben haben wir geholfen. Müssen wir nur noch Bescheid geben, dass er jetzt Ruhe hat. Hallo, die Grabmotten sind erledigt. Die Grabmotten sind erledigt. Na endlich! Dann kann ich die Schweine wieder alleine lassen. Ich bin übrigens Bruce, ehemaliger Gefangener der Hafenstadt und jetzt Rekrut des Ordens. Und Schweinehirt. Dank dir ist das jetzt vorbei. Hier, nimm diese Münzen als Dank. Vielen Dank, wir nehmen sie gerne. Da haben wir wieder jemanden glücklich gemacht. Nicht nur uns glücklich gemacht, sondern auch jemand anderen. Das ist ja schön. So. Stibitzen werden wir sicherheitshalber nichts. Ah, ein Plünderer. Nix da. Ich bin Abgesandter von Don Esteban, persönlich. Ha, ist das so? Ganz schön mutig, hier ohne deine ganzen Bandenfreunde aufzukreuzen. Ich bin Severin. Dieser Hof untersteht meinem Befehl. Halte dich von den Gebäuden fern und fang keinen Streit mit meinen Leuten an. Wenn du das beherzigst, wird sich niemand in deine Angelegenheiten einmischen. Klare Worte. Ist gut. Wie steht's mit den Ruinen? Wie steht's mit den Ruinen? Hier sind zwei hochgekommen. In beiden waren wir drin und haben uns geholt, was wir brauchen. Die obere ist allerdings mordsgefährlich. Einer der Novizen hat dort den Tod gefunden. Tragisch. Wirklich tragisch. Ach, Ruhe in Frieden dann, ne? Und was habt ihr jetzt vor? Und was habt ihr jetzt vor? Wir schicken jetzt die Kisten rauf in die Vulkanfestung. Mit den Ruinen hier sind wir fertig. Wir haben, was wir wollten. Und für ein paar Goldkelche werde ich nicht das Leben meiner Männer aufs Spiel setzen. Außerdem kann ich nicht weg, solange diese diebischen Gnome hier herumgeistern. Aber wenn du dich in den Ruinen umsehen willst, tu dir keinen Zwang an. Die Gnome haben wir erledigt. Aber du, die Gnome machen dir Probleme? Die Gnome machen dir Probleme? Allerdings. Diese miesen kleinen Kerle werden von Gold und wertvollen Gegenständen angelockt. Hast du schon mal ihre Kleidung gesehen? Sie haben überall an ihren Mänteln kleine Taschen angebracht. Da stopfen sie alles rein, was für sie wertvoll aussieht. Sie klauen und plündern, was das Zeug hält. Wir sammeln auf diesem Hof, der uns als Zwischenlager dient, was wir aus den Ausgrabungen in der Umgebung bergen. Wenn wir auch nur einen Moment nicht aufpassen, ist alles weg. Okay, kann ich dir bei deinem Gnomenproblem helfen? Wir machen nur das hier schnell fertig, dann ist Pause. Es ist schon 20.30 Uhr. Den Kerl frühstücken wir noch ab und dann ist Pause. Also, kann ich dir bei deinem Gnomenproblem helfen? Kann ich dir bei deinem Gnomenproblem helfen? Ah, vielleicht. Eine Gruppe dieser diebischen Gnome hat sich in der Nähe nördlich von hier niedergelassen. Seit sie dort sind, kriege ich kein Auge mehr zu. Oh, du armer Kerl. Es gibt doch noch mehr Ruinen auf der Insel. Es gibt doch noch mehr Ruinen auf der Insel. Natürlich.
Die Dinger sind überall hochgekommen. Ein weiterer Trupp von uns ist im Westen unterwegs, um die Artefakte der Ruinen dort zu bergen. Rudolf mit seinen Jungs. Ich habe aber schon ewig nichts mehr von ihnen gehört. Ich weiß nicht mal, ob sie noch leben. Okay. Ich könnte herausfinden, wie es Rudolf und seinen Jungs geht. Ja. Ich könnte herausfinden, wie es Rudolf und seinen Jungs geht. Das wäre natürlich großartig, aber sei vorsichtig. Die Gegend im Westen ist gefährlich. Wenn ich könnte, würde ich dir Verstärkung mitgeben. Aber du siehst ja selbst, ich habe hier schon genug Probleme. Ich kann dir nur viel Glück wünschen bei der Suche nach ihm. Ja, ja. Ich mach das schon. Ha, das nenne ich Tatendrang. Ja. Ich habe deine diebischen Gnome erledigt. Gute Arbeit. Jetzt kehrt hier endlich wieder Ruhe ein. Lass dir von Ruben eine Belohnung geben. Von Ruben? Gerne, ja. Ruben, Entschuldigung. Wo genau könnte sich Rudolfs Trupp aufhalten? Es gibt dort eine kleine Ruine im Westen. Sie liegt noch vor dem großen Sumpf, in dem sich die Banditen versteckt halten. Könnte mir gut vorstellen, dass Rudolf dort in der kleinen Ruine nach Artefakten graben lässt. Aha. Bin mir aber nicht sicher. Er könnte überall im Westen sein. Okay. Großartig. Bist du dieser Rub? Ruben, genau. Ruben? Hey, ich bin Ruben. Wenn du was brauchst, kannst du zu mir kommen. Ja, die Belohnung wäre nicht schlecht. Was ist deine Aufgabe? Ja, ich weiß, ich habe gesagt Pause. Aber die Belohnung will ich noch schnell holen, weil ich vergesse sonst wieder drauf. Was ist deine Aufgabe? Ich bewache die Gebäude. Wolf ist da grad, das wir haben hier Vorräte und jede Menge Zeug aus den Ruinen. Aber die meisten wertvollen Sachen gehen in die Vulkanfestung. Ich schätze mal, in jedem Lager findest du einen Kerl wie mich. Einen, der dir besorgen kann, was du brauchst. Also stell dich gut mit mir. Sonst gibt's nicht mal einen kleinen Heiltrank. Ich habe nichts gemacht. Du sollst mir nur die Belohnung bitte geben. Du sollst mir eine Belohnung geben. Klar doch. Gold oder Gold? Was darf sein? Hast du nicht was anderes? Artefakte oder Tränke? Klar, die kannst du alle bei mir kaufen. Hier ist deine Belohnung. Na gut, lass uns doch schnell handeln. Lass uns handeln. Schauen wir noch schnell nach. Was hätte er denn? Ein paar Zauber, ein paar Bolzen, okay, Pfeile, wenn es ist, und kleine Heiltränke. Wie schaut es mit den Heiltränke aus? Sechse hätten wir noch. Ja, dann nehmen wir alle 10, was würden die ausmachen? 300. Nehmen wir. Ist gut. Passt. Das wär's dann auch. Können wir dich ist zu riskant. Nein, beklauen können wir nicht. Alles klar. Gut, wir machen jetzt offiziell Pause. Also 15 Minuten lang. Ja. Wir sehen uns dann kurz nach 3/4 wieder. Also, bis gleich.